Ja, willkommen zurück zu einem neuen Part von Keep Talking and Nobody Explodes. Ja, der letzte Part war nicht recht erfolgreich, weil unser guter Gast noch, natürlich selbstverständlich noch in der Sache recht ungeübt war. Wir sind da einfach reingesprungen und jetzt werde ich das auf jeden Fall auch bei den nächsten Gästen dann. Ich meine, ich lerne auch dazu. Ich kenne das Spiel ja nicht und jetzt habe ich dazu gelernt und mit jedem Gast werde ich das erstmal alles nochmal intensiv durchgehen, bevor wir uns dann an schwere Bomben ranwagen. Selbst die Moderaten sind schon eine Herausforderung, finde ich. Ja, das sind schon. Ich sage eines, ich weiß, du das späterhin, glaube ich, du auch nur 5 Minuten für 12 Module hast. Ja, deswegen. Da muss man wirklich sein A-Game rausholen und mit mir natürlich wieder der Bernie. Guten Tag. Ja, wie ihr schon gehört habt. Hi. Bernie hat jetzt sich kurz Zeit genommen, hat alles ein bisschen mehr durchgelesen und so. Und ich hoffe, dass das besser läuft. Ja, auf jeden Fall. Los geht's. Ja. Damals hatte ich alles ausgedruckt. Ja. So, mal schauen. Das Einfachste. Der Button. Okay, der Button. Was ist drauf? Was ist da? Gelb und Abort. Halt den Button. Rote Farbe. Irgendwo eine 1. Ah, fuck. Ich hab gerade die 1 verpasst. Jetzt muss ich warten. So, entschärft. Dann kommen wir zu den 4 Vierecken da. Die 4 Vierecke meinst du? Mit den Farben. Mit den Farben da. Schau mal nach, die Nummer ich suche. Ja, Serial Number. Nein, kein Vokal im Serial Number. Okay, was haben wir? Rot. Gut, blau. Mal zweimal rot. Blau, blau. Rot, rot, blau. Blau, blau, gelb. Rot, rot, blau, blau. Blau, blau, gelb, gelb. Rot, rot, blau, blau, rot. Blau, blau, gelb, gelb, blau. So, entschärft. Willkommen zum Passwort. Passwort, ja. Und zwar, ne, jetzt. Was ja. Soll ich jetzt machen? Ich sag mal die erste Buchstaben, irgendwas, was haben wir da? Also, erste Buchstaben sind K. Ein K, Ein I. Warte. Also die ganze erste Buchstabenreihe lesen wir vorne. Also nur den ersten Buchstaben durchblättern. Ja, ich weiß. Ja, weiter. K, I, U. Weiter. F. F, also. Ja. So wie Fenster. Ja. Okay. Weiter. Dann Q. Weiter. Dann P. Ja, weiter. Und dann sind wir wieder bei K angelangt. Okay, was? Zweite Buchstabe. Q. Weiter. O. Weiter. G. Weiter. L. Weiter. S. Weiter. Y. Weiter. Und dann sind wir wieder bei Q. Ja, nächste Seite. B. Weiter. C. Weiter. S. Weiter. A. Weiter. I. Weiter. P. Weiter. Ja. Plant. P-L-A-N-T. P-L-A-N-T. P-L-A. N-T. Plant. Ich hab hier ich hab kein N bei den vielen Buchstaben. Dann ist Place, ich hab geschaut. Place, C und E. Place. Okay, gut. Ist richtig. Ja. Jetzt sind wir bei diesen Kabeln, wo man 1, 2, 3 und ABC okay, hat. Okay, was ist das erste Kabel? Das erste Kabel ist blau.
Geht von 1 bis B. Cut. Okay. Das zweite Kabel ist blau und geht von 2 bis B. Nicht cut. Das dritte Kabel ist schwarz und geht von 3 bis B. Cut. Richtig. So, jetzt haben wir hier ein Kabel, das geht von 4 zu C und ist blau. Nicht cut. Okay. Und hier haben wir... Okay. Ist richtig, so. Wir haben ein Kabel von... Ein blaues Kabel von 8 bis 10. Nicht cut. Ein blaues Kabel von 9 zu C. Nicht cut. Wir haben ein blaues Kabel von 10 bis C. Cut. Ein blaues Kabel von 11 bis C. Cut. Ein rotes Kabel von 12 bis B. Nicht cut. Geschafft. Mit einer Sekunde 26. Oh Gott. Ich habe extra nicht geguckt. Das Ding war auch auf der anderen Seite. Ich wusste nicht. Ich wusste, wir haben nur noch eine Minute für das ganze Ding da mit den Kabeln. Aber mit einer, eineinhalb Sekunden haben wir es noch geschafft, ey. Lief doch besser. Oh, ja, Gott, ey. Ja, Bernie hatte 2 Sekunden noch, deswegen... One Giant Leap, das war es auf jeden Fall. Puh, geschafft. Puh, so. Das wird bestimmt weiters einfacher. Ja, doch. 3.4 heißt Fair Game. No more handholding. Remember everything you've learned, because anything can appear on this bomb. Wir haben 5 Minuten für 5 Module und 3 Strikes. Ja, RIP. Das geht ja nie. Ja. Da müsste ich schon gefühlt alles auswendig können. Hm. So, 7 Minuten, wir haben noch viel Zeit, los geht's. Du hast es mit 13 Sekunden noch geschafft. Mal schauen, ob wir das schaffen. Glaubst du das nicht? Hm? Glaubst du das nicht? Aber wir waren mega drin im Spiel. Ja, wir waren gut. Also nach dem letzten Part waren wir verwirrt. Aber jetzt haben wir den Flow hier. So, wir haben die Wires. 3 Wires. Ja. Geht es rote? Nein. Zweite. Richtig. Keypad, also das mit den Symbolen da. Ja, sag ich euch Symbol. Ne? Also, das Symbol ist wie eine wellige 3, die auf dem Rücken liegt und so ein ja, Komma. Ja, passt. Das hab ich. Dann ein Symbol, wo so 2 Ks sind, die gegeneinander von sich weggucken. Dann ein Schreibschriftding, was aussieht wie so ein C und ein E. C und ein E und Schreibschrift, so kringelig. C und E. So ein Schreibschrift C und E. Jetzt muss ich schauen, wo es liegt. Wo ist das? Sag mal, das letzte. Das letzte ist so eine 3, die am Ende nach unten geht, anstatt abzuschließen. Okay, ich hab das C und E nicht. Oder C und L in Schreibschriftform. Okay, passt, ja, passt. Weiter. Das W. Das B. Das W? Das, was auch okay, schon gewesen ist. Dann. Das CL. Ja. Doppel K. Ja. Entschärft. Und 3 Runden. Hier, das mit den Wörtern, mit diesen Memory, glaube ich, so. Memory mit den Wörtern. Okay, war das das, wo du oben das Display hast und... Ja. Und okay, unten diese Dinge. Also, oben auf dem Display steht Y-O-U-R. O-U-R, ja, gut, was tut das zweite Zeile rechts? Zweite Zeile rechts. Du meinst Mitte rechts? Mitte rechts, ja. Ja, da steht U. U. Das U sind 2 U, ist zweite Position. Hm? Warte. Use Label. Okay, warte, wie geht das jetzt? Egal, wie gefordert. Video-Button, wir haben jetzt Joa gelesen. Ja, Joa ist auf dem Bildschirm. Dann schaust du, was auf der einen Position ist, die angezeigt wird, und dann gibt es verschiedene Wörter, die halt dazu passen. Und die fragst du mich dann ab. UU? UU, nein.
You are? Also you are ohne das Semikolon oder mit dem Semikolon? Ohne Semikolon. Nein. Semikolon. Also warte, ich muss dich erst oben fragen, was das war. Das war you are. Ja. Da habe ich da die Position hast du mir das Wort drauf gesagt, da war es you, oder? Genau. Und dann kriegst und du eine Liste, wo du mir Wörter abfragst. Okay. Und das ist das Spiel, das you, Schuhe? Schuh? Schuhe. Nein. S-U-E. Joa? Also dieses Mal Joa mit dem Semikolon? Joa, also normales Joa, ohne irgendwas. Nein. Joa mit Semikolon? Na, hab's geschafft, so. Das nächste Wort ist Display. Display, ja. Rechts unten. Rechts unten, nothing. Nein. Right. Nein. Okay. Nein. Middle? Nein. Yes. Yes, hab's geschafft. So, das dritte Wort ist red. Red, wie rot. Ja. Mitte rechts. Mitte rechts. First. Left? Nein. Okay. Nein. Yes. Nein. Bitte. Geschafft, entschärft. Okay, fuck, wir schaffen das nicht. Wir haben eine Minute, um jetzt noch diese. Ja, weiter. Passwort. Passwort, zack. Q. Nein. G. Weiter. M. 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 Weiter. P. M. Was ist ein M? Nee, M. 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 Ja, weiter. P. Ja. J. Weiter. F. Ja. Q. Weiter. G. Weiter, nächstes Ding. O. Ja, weiter. H. Weiter. P. Weiter. V. Weiter. X. Gott. Ja, wir haben viel zu lange bei diesem mit den Wörtern da verschwendet. Das mit dem Symbolen, mit dem Wires haben wir noch gut, aber da mit den Wörtern, so dieses Memory heißt es doch, oder? Oder wie heißt das? Ich muss auch mal, wenn ich die Namen lerne, dann kann ich euch besser helfen. Schau mal kurz den Namen nach. Keep it. Ne, who's on first, okay. Who's on first, ja, merke ich mir. Ich würde sagen, beenden aber den Part jetzt leider schon kürzer, ich muss nur kurz weg. Wir haben jetzt 13 Minuten, ne? Ich muss aber wirklich gleich weg. Okay. 10 Minuten. Kannst du nicht noch ein Modul machen? Noch einen Versuch? Dann hätten wir wenigstens was etwas. Okay. Benny? Also ich kann jetzt so einen 30 Minuten Port bringen, du. Muss ich kurz links zurückrufen oder so? Ein Modul schnell. Okay, gut. Dann beginne ich sofort. Wir haben einen Knopf. Gut, drück, was steht drauf? Gelb und Abort. Drücken. Blau. 4. So. Entschärft. Memory. Memory war. Mit den Zahlen und dem Bildschirm da. Das, was wir gerade gespielt haben, das Subject of Who's First. Hm? Weißt du, was wir gerade gespielt haben mit den. Nein, mit den Zahlen. Mit dem Zahlen und dem Bildschirm, das heißt Memory, soweit ich weiß. Irgendwas mit Memory. Zahlen und Bildschirm? Ja, eine Zahl also, ist auf deinem Bildschirm. Also, ja, passt, du hast schon. Ja. So, auf dem Bildschirm steht eine 2. Zweite Position. Ja. Was war eine für eine Zahl? Das war eine 4. Schreib dir das auf, ja. So, zweite Zahl auf dem Bildschirm ist eine 4. Same Position als erste Zahl. Ja, da war eine 2 auf der Position.
So, auf der nächsten ist eine 2 auf dem Bildschirm. 4. 4 oder 2, vierte Position? 4. Ja. So, eine 2 ist auf dem Bildschirm. Also, das heißt Bildschirm. Ja. Erste Position. Okay. Und als letztes eine 3. Was hast du, was für eine Zahl stand auf der letzten, auf der vierten Position, was du gerade drückt hast, was stand da drauf? Eine 3. Fertig. So, wir kommen jetzt zu den mit dem vierfarbigen Vierecken. Ja, Premises. Und wir haben noch kein Check. A, E, I, U, U, kein Vokal. Ja. Es leuchtet grün. 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 Ja, hab ich. Grün, rot. Grün, blau. Grün, blau. So, entschärft. Also. Alles? Ja, ich habe eine Stufe dann selbst schon herausgefunden. So, also das merke ich mir ja, was du erzählst und so. Also, wir haben wieder das mit dem 1, 2, 3 ABC-Wires. Okay, das ist leicht. Weiter, ja. Also, das erste Wire ist rot und geht von 1 zu C. Cut. Das zweite Wire ist schwarz und geht von 2 zu A. Cut. Das dritte Wire ist schwarz und geht von 3 zu B. Nicht cut. Richtig. So. 4 gibt es nicht. Das Wire 5 ist rot und geht zu A. Ich cut. Wire 6 ist blau und geht zu A. Ich cut. Richtig. Wire 7 ist schwarz und geht zu A. Ich cut. 8 schwarz A. Cut. 9 blau A. Das war das zweite Blau, oder? Keine Ahnung. Ich schau mal nach. Ja, das zweite Blau. Cut. Okay. So, jetzt ist noch eins, das 11 Blau C. Nicht cut. So, fertig. Wir haben nur noch Morsecode. Ach Gott. Also, ich muss warten bis zur Pause und dann. Ich habe die ganze Zeit gefailt, jetzt muss ich mir das merken. Wo ist die lange Pause? So, jetzt. Punkt, 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 Punkt. Nee. Punkt, 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 lang. Ist das erste Wort. Ist das erste Buchstabe. Punkt, 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 lang. V, Vektor. Vektor? 3, 5, 9, 5. 3, 5, 9, 5. Entschärft. Ja, Morsecode geschafft, Mann. Ja, Mann, ey. Get in, ey. Sehr schön, Bernie. Mit 43 Sekunden noch. What the fuck? Mit dem ersten Wort haben wir Morsecode geschafft. Wie geil ist das denn? Puh. Meine Güte, ey. Top 46%, ne? Und ich bin jetzt einmal weg. Ja. Ich vielleicht noch ein paar in 10 Minuten so machen. Bernie ist weg und keine Ahnung, ich versuche mal irgendwie es hinher zu tun für den Rest, irgendwie eine feine Dude oder so. Mal schauen, ob sie noch da ist. Ja, bis dann, Bernie. Ciao. So. Puh, unglaublich. Ich habe Morsecode gepackt, ey. Ah. 19 Minuten, mal schauen. Vielleicht machen wir es auch einfach kürzer, wenn sie nicht rechtzeitig antwortet. Oh, meine Güte, das mit dem Morsecode, ey. Der Morsecode-Scheiß macht mich fertig, ey. Aber finde ich gut, dass halt es nur ein V-Wort gibt. Fand ich super. Aber diesmal habe ich es auch richtig erkannt. Ich habe extra auch, also ich habe auch geübt mit dem Morsecode. Ich habe mir ein paar, zwischen dem Celine und Bernie-Part habe ich mir auch auf jeden Fall Morsecode ein bisschen
tiefgründiger durchgegangen, auch in Videos und alles. Und ja, ja, Vector, das ist das Einzige, was gibt's mit V. Finde ich gut. V, Punkt, 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 lang. Ja, ich kann es langsam erkennen. Sehr schön, dass es so flockig ging. Ah, sehr schön, sehr schön. Nur Vector. 3,595. So, dann holen wir Celine nochmal dazu. Guten Tag, Celine. Hallöchen. Waren die anderen zu schlecht oder was los? Nee, Bernie musste früher gehen und deswegen mit 20 Minuten würde ich noch gerne einen Baum mit dir machen. Oha. Ja. Nächstes, Bernie und ich haben ein bisschen, also Bernie musste sich ein bisschen einlesen und so, sondern wir haben sonst gefailt und sowas und alles. Aber wir haben 3.2 geschafft und 3.3. Und sogar mit einer. Mit, ja, 3.3 haben wir mit 1,26 Sekunden geschafft. Okay. Ja, ja, das war ich. Das war mit 1,26. Und dann Fair Game. War ganz gut mit 43 Sekunden. Und da habe ich sogar Morsecode geschafft. Oho. Ja, das war sogar einfach, weil ich hab da ein V erkannt und es gab nur ein V-Wort, nämlich Vektor. Ja, gut. So, aber bist du bereit, Sin? Denn 3.5 ist echt knackig. Oh je. Yeah. Hm. Selber Bescheid, wenn du ready bist. Pick up the pace Nummer 2. Oh je, wie viel Zeit haben wir? 2 Minuten 30 für 5 Module. Ja, genau. Willst du mich verarschen? Wie soll man das denn schaffen? Tja, das schafft man. Irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich es schaffe. What the fuck, Alter. Meine was Fair Game. Was für Module? Wir haben 5 Minuten für 5 Module bekommen. Alles Mögliche. Sogar die vertikalen Wires hatten wir schon mal. Ja, nee, ist klar. Ah, denkst du, das genau. Bei... ich habe sogar die vertikalen Wires geschafft, weil ich einfach random gedrückt habe. Wir hatten nur noch 5 Sekunden, habe ich random irgendwelche Wires durchgeschnitten und das noch geschafft, so als letztes. Lol. Warte. Zettel, Stift, das ist schon alles wieder weggepackt. Ja, das heißt, wir werden auch wieder ein bisschen überziehen, liebe Zuschauer, macht euch darauf bereit. Auf jeden Fall haben wir es eine halbe Stunde gefühlt. Ja, sorry. Okay, ich wäre dann... Problem, es liegt nicht an dir. So. 10 Sekunden hatte Bernie noch Zeit übrig, weil Bernie das Spiel auch gehabt und so mit seinem Cousin das gespielt. Pick up the pace 2. R&Ding this. Thus. This nearly uses time you don't have. Achso, reading this nearly. Achso, okay, verstehe. Da sind halt ein paar Buchstaben weggepackt worden, weißt du, damit man halt so. Ich würde, dass du es nicht lesen kannst. Das ist echt, wir müssen jetzt echt richtig so pacen, ne? Mal schauen, ziehen, ob wir noch hier unseren Flow haben. Aber wir haben es erst von ein paar. Von nicht lange her, das ist am selben Tag noch. Die ist in der Aufnahme. So, wir haben die Wires. 1, 2, 5 normale Wires. Okay, schwarzes. Nee. Rotes. 2. Kein schwarzes, dann nein. Mach das zweite. Entschärft. So, wir haben einen Knopf. 2 Knöpfe. Okay. Also. Einen roten Knopf, wo Detonate draufsteht. Ist da... Wie viele Batterien sind auf der Bombe? Batterien... 2 dünne Batterien sind auf der Bombe. Okay, also drücken und sofort loslassen. Entschärft, so. Blauer Knopf, wo Press draufsteht. Gedrückt halten, was kommt für eine Farbe? Blau. Wenn eine 4 in irgendeiner Position ist. So, bei 40 Sekunden, sehr schön, so. Keypad haben wir. Das mit den okay, lustigen Symbolen. Was hast du? Ein Alarm habe ich, als Maul. Ja. So, wir haben die komische 6, das ja. Abzeichen da. Das, was ich nicht wusste. Absatzzeichen. Was ist ein Abzeichen? Absatzzeichen. Achso, ja. Dann dieses doppelte K. Ja. Und dann das Dreieck mit 3 Beinen. Okay, 6. Absatzzeichen, dreibeinig und K. Entschärft, so. Jetzt haben wir das mit den Wörtern, das ist Who's On It oder sowas, wie das hieß. Ich habe mir so den Namen mal ein bisschen gemerkt. So. Okay, was steht oben? Oben steht There. Wie geschrieben? T-H-E-R-E. Unten rechts. Unten rechts steht Like. Like. Okay. Ja, also mit diesem J-O-U Oberstrich R-E. Geschafft, so. Das nächste Wort ist Red, R-E-D. Rechtsmitte? Rechtsmitte U mit 3 H's. U-H-H-H.
Ja, ready? Nein. Nothing? Geschafft, so. Okay. Was hast du? Letztes Wort, LED. Linksmitte. Linksmitte, ready. Bei dich. Ja! Scheiße, was ist das? Yes. Mit 2,3 Sekunden noch geschafft. Oh. Geschafft, Simi. Oh. Gott, dieses Projekt. Wir haben es zum First Try geschafft, Simi. Ich bin echt stolz auf uns, ey. Ja, ist so gut. 2,30 und mit 2,3 Sekunden. Gut, dass das erste Wort direkt richtig war. Ich wollte auch gleich sofort random Wörter drücken, weil wir halt 3 Strikes haben. Aha. Aber ich hab dir noch, boah, egal. So. Das ist auch drin, Line. Meine Güte. So, mit 26 Minuten hören wir dieses Mal auf. Das ist Bernies zweiter Part. Keine Ahnung, ob er im nächsten auftaucht. Ich werde, glaube ich, Daniel im nächsten Part dann dazu holen. Dankeschön zu ihm, dass du nochmal bei dieser actionreichen Scheiße ausgeholfen hast. Kein Problem. Hut ab. Gute Arbeit. Und wir sehen uns dann zu einem weiteren Part. Bis dann, ciao. Ciao.